Ich bin Vanessa Faske, 23 Jahre alt und mir ist vor etwa zwei Jahren der Unfall passiert. Ich bin auf den Waggon geklettert nach einer Party, nach der Kleinen Freiheit, habe ich jemanden kennengelernt und bin mit ihm auf den Waggon geklettert. Die Kleine Freiheit ist am Güterbahnhof, da sind ungefähr 4 Diskotheken und neben diesen Diskotheken gibt es eine große lange Halle, die leerstehend ist. Und diesen Ort mochte ich schon immer ziemlich gerne und nach der Party ist mir dann in den Sinn gekommen, dem Jungen, den ich kennengelernt habe, das zu zeigen. Dann sind wir durch die Hallen gegangen und das ist auch der Stand, auf dem ich bin. Das ist das, was ich weiß. Von Erzählungen weiß ich dann, dass wir weitergegangen sind über diese Wiesen und ziemlich weit ab vom Schlag standen dann die Waggons, wo wir dann drauf geklettert sind. Er ist zuerst drauf geklettert, ich bin nachgeklettert und als wir dann oben waren, hat er mich darauf hingewiesen, dass es gefährlich sei und dass wir da runter müssen. Und dann war es schon zu spät. Ich weiß es nicht genau, weil ich mich an nichts erinnern kann, aber ich kann mir vorstellen, dass ich mir die Sterne angucken wollte, weil das ja idyllisch ist auf so einem alten, verrosteten Waggon. Ich war komplett nüchtern. Ganz oft, und das ist mir dann irgendwie auch unangenehm, zu antworten mit, ich war nüchtern, weil wer klettert schon nüchtern auf dem Waggon? Oder, ja, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Aber ich habe es halt auch nüchtern gemacht. Man braucht nur so ein bisschen in Trance sein, wenn man jemanden kennenlernt und so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch hat. Das reicht schon aus. Nein, ich wusste von gar nichts, weil ich auch nie damit konfrontiert wurde oder mich nie damit beschäftigt habe vorher. Und ja, ich bin einfach drauf. Ich kann mich zwar nicht erinnern, aber ich denke, dass ich da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht habe. Auf jeden Fall. Ich denke auch einmal zu wenig, würde ich sagen, bevor ich irgendwas mache. Ich weiß gar nichts mehr. Ich habe aber oft vorm Einschlafen drüber nachgedacht, krampfhaft, um mich zu erinnern vielleicht. Vielleicht auch, um mich zu erinnern, wer wirklich die Idee hatte oder was vorher wirklich passiert ist. Und das Einzige, ich kann mich an Bruchteile erinnern, aber das Gefühl selber, das geht nicht, weil der Körper hat so einen Schutzmechanismus und das habe ich alles schon längst ausgeblendet. Und nachdem ich dann im Krankenhaus lag, die Schmerzen, da weiß ich auch kaum noch was von, da wurde ich gut versorgt. Dann bin ich wohl auf den Bauch gefallen und dann hat der junge Mann mich umgedreht, versucht wiederzubeleben und dann ist er vom Waggon gesprungen, hat irgendwas geschrien, ich sollte da liegen bleiben, dann ist er wieder hoch und wieder runter, total verstört und dann ist er zur Kleinen Freiheit zurückgelaufen und hat sich noch einmal umgedreht und geguckt und dann war ich wohl nicht mehr auf dem Waggon, bin ich runtergefallen und dann dachte er kurz, es wäre nur ein Traum und als er dann zurück war bei der Kleinen Freiheit, hat er seinem Kumpel gesagt, dass der den Notarzt rufen soll. Und währenddessen hat Dennis, der Lokführer, mich schon gefunden. Er hat erzählt, dass er aufmerksam wurde durch den Kurzschluss, der verursacht wurde. Und dann ist er mit seiner Lok losgefahren und hat die Strecke abgesucht und hat dann noch angemerkt, dass es für ihn auch noch ein Schock war, mich zu sehen, weil er mich fast überfahren hätte. Also ich bin wohl blöd gefallen auch noch. Und dann ist er angehalten und hat mir gesagt, dass alles gut wird. Daran kann ich mich sogar erinnern, so bruchteilig. Und dann hat er das Ganze noch begleitet, während die Notärzte eingetroffen sind. Da weiß ich noch,
Also ich sehe mich von oben, wie ich da so angelehnt an irgendeinem Gegenstand liege. Und mir ist tierisch kalt, aber ich kann die Kälte auch nicht richtig spüren. Ganz komisch. Und ich sehe alles in Orange. Das, was Dennis wohl anhatte, war Orange. Und dass eine Hand nach mir gegriffen hat. Und ich kann mich an diese beruhigende Stimme erinnern. Es kommt gleich Hilfe, bleib ruhig. In der Situation weiß ich nicht. Ich weiß nur danach im Krankenhaus, dass mir das geholfen hat, dass alle da waren und so positiv waren. Der ist hier am Ohr eingetreten. Ich hatte auch einen Ohrring. Und dann ist er wohl zum Glück über die Körperoberfläche, weil die Luftfeuchtigkeit hoch genug war, wahrscheinlich, über die komplette linke Seite und am Fuß wieder raus. Die ganze rechte Seite ist verschont geblieben, meine Arme auch. Hier an der Hand ist noch was, weil ich wahrscheinlich auf den heißen Waggon gefallen bin. So erkläre ich mir das. Also das, was ich weiß, ist, dass also erstmal schneiden die ja alle Klamotten auf und gucken, was überhaupt ist. Und dann bin ich erstmal ins Krankenhaus nach Osnabrück gekommen mit dem Krankenwagen. Und die haben dann schnell wohl gesehen, dass die nichts machen können, weil sehr viel Haut kaputt gegangen ist und transplantiert werden musste. Und dann wurde ich mit dem Helikopter nach Hamburg gebracht. Nach einer Woche kann ich mich wieder bruchteilig erinnern. Nach 2 Wochen eher wieder richtig. Ich war nämlich gar nicht richtig bei Bewusstsein durch die starken Schmerzmittel. Ja, und dann hat mir jemand erzählt, was passiert ist. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie ich darauf reagiert habe, aber ich glaube, dass ich eher so stumpf reagiert habe. Ich war mir gar nicht im Klaren, was wirklich passiert ist. Und dann kam noch die Ärztin und hat mir eine Nummer gegeben von dem Typen, der mit mir da drauf geklettert ist. Da wusste ich auch nichts mehr von. Erst als ich ein Foto gesehen habe von ihm, konnte ich mich wieder erinnern. Ja, das war ziemlich abgefahren. Und dann kann ich mich erinnern, dass meine Schwester, mein Bruder und meine Eltern immer da waren. Und das war gut so. Sieben Wochen. Nur, das ist sehr wenig für diesen Unfall. Sehr kurz. Heute sollte ich, wenn ich vernünftig gewesen wäre, eigentlich noch Physiotherapie machen, meiner Meinung nach. Aber ich habe das schnell selbst in die Hand genommen und habe gedacht, ich bin schon über den Berg. Bin ich ja auch. Nur man muss viel dafür tun, wenn man wieder alles machen will, was man früher konnte. Viel Sport machen, Muskulatur aufbauen. Das nicht vernachlässigen. Und an den Narben arbeiten. Fünf, 4 Not-OPs und die letzte, da kann ich mich sogar erinnern, dass ich die unterschreiben durfte oder musste. Als mir erklärt wurde, was transplantiert wird, wo Haut abgenommen wird und wo wieder drauf. Ich wünschte, ich hätte ein paar Bilder im Kopf. Ich kann mich ja kaum an was erinnern. Ich glaube, dass es unnormales Verhalten ist, was ich an den Tag lege, aber ich finde es immer noch schön da nach wie vor. Ich bin gerne da und es kommt mir überhaupt kein mulmiges Gefühl hoch. Ich versuche sogar manchmal krampfhaft, dass ich irgendwie eine Träne rausdrücken kann oder so, aber es funktioniert nicht. Also, ich habe von Anfang an gemerkt, dass ich keinen Psychologen brauche und mir wurde dann immer prophezeit, dass es später wahrscheinlich auf langfristig, dass ich was jemanden brauche, der mir dabei steht. Aber ich habe es bis jetzt immer noch nicht bemerkt. Ich glaube, dass sich auf Dauer was in meiner Einstellung ändern wird. Aber das wird ein langer Prozess sein. Das ist jetzt nicht so, dass von einem Tag auf den anderen ich irgendwie eine andere Einstellung hatte oder psychische Probleme.
Ja, für mich habe ich es annehmen können, dass es passiert, wie es passiert. Da stelle ich mir gar keine Fragen. Ich finde es nur traurig für meine Familie. Die haben sehr viel gelitten. Und wenn ich darüber nachdenke, macht mich das auch ziemlich traurig. Aber die Schäden, die ich davon getragen habe, die bereue ich irgendwie auf keinste Art und Weise. Damit kann ich ganz gut umgehen. Ich glaube aber nicht, dass jeder das kann. Habe ich bis jetzt nicht negativ wahrgenommen, weil ich auch mich in einem Umfeld bewege, wo die Leute gar nicht so oberflächlich sind. Und die nehmen mich alle so, wie ich bin. Auch Leute, die ich neu kennenlerne, die sind immer sehr gut auf mich zu sprechen, trotz Narben. Manchmal, wenn ich das verdeckt hatte, dann weiß ich die nach ein paar Tagen, wenn ich merke, wir lernen uns jetzt besser kennen, dann weise ich die drauf hin und sage denen, ey, erschreck dich nicht, wenn du mal eine Narbe siehst oder spürst. Ist halt da. Da gehen die sehr gut mit um. Die Leute gucken, das ist keine Frage, das kann man auch nicht abstellen. Man kann nur selber dann versuchen, das einfach auszublenden. Und das kann ich im Moment nicht, deswegen mache ich es zu. Aber es wird die Zeit auch wieder kommen, wo ich es wieder offen trage. Es kommt immer darauf an, wie man es wahrnimmt. Dass die Leute gucken, bleibt nicht aus. Ich war auch im Schwimmbad schon dreimal wieder danach mit Leuten, die ich gern hatte. Mit Dennis war ich sogar im Schwimmbad, mit dem Lokführer. Das ging gut, aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wieder ins Schwimmbad zu gehen. Aber im Sommer wird das auch wieder kommen. Ist immer so geteilt. Vielleicht war ich am Anfang durch den Schock noch so abgestumpft, dass mich das wirklich gar nicht interessiert hat. Und wenn ich aber jetzt das offen trage und in die Öffentlichkeit gehe und mir die Blicke ansehe, dann steigere ich mich da rein und denke, will ich das jetzt, trage ich das wirklich aus und stelle das zur Show und die Leute denken bestimmt, ich will sie darauf aufmerksam machen. Ich stelle mir dann auch vor, was die Leute wohl denken und das ist mir zu anstrengend, dann mache ich das lieber zu. Da gibt es Unterschiede. Mein Papa, der mich ziemlich gern hat, das ist ja klar, er ist mein Papa, aber er hat mich ziemlich gern. Wir beide spezifisch haben viel gemacht. Wir sind oft zu Turnieren gefahren und so. Und nach dem Unfall war er ganz traurig. Ich habe ihn so noch nicht gesehen. Er hat auch geweint, das habe ich von Erzählungen gehört. Das habe ich auch noch nie gesehen. Und jetzt, wenn ich zu Hause rumlaufe mit einer kurzen Hose oder so, dann sehe ich an ihm, dass ihm das nicht so gefällt. Das findet er nicht gut. Meine Mutter ist dahingegen ganz anders. Sie hat auch, als ich so einen extremen Juckreiz hatte, hat sie mein Bein massiert und alles in die Hand genommen und mir geholfen. Und guckt sich das gerne an, wenn ich zu Hause bin, sage ich ihr, guck mal, wie sich das schon verändert hat. Pia, meine Zwillingsschwester, die will das gar nicht sehen. Sie dreht sofort durch, wenn ich das offen habe, dann sagt sie, tu das weg, ich will das nicht sehen. Das macht mich traurig und dann sage ich immer zu ihr, du musst das auch. Wieso willst du das nicht sehen? Du bist meine Zwillingsschwester. Das macht mich ein bisschen traurig. Und mein Bruder, der ist, glaube ich, ziemlich locker. So zwischen Mama und Papa. Also, zu Anfang, ich bin ja nicht sofort in Reha gegangen. Ich bin erstmal nach Osnabrück. Ich wollte auch nicht nach Hause. Ich wollte in meine Wohnung und habe mich dann mit allen wieder getroffen und die haben mich alle so genommen, wie vorher auch. Aber auf Dauer, ich weiß selber noch nicht, ich nag da immer noch dran. Ich weiß selber nicht, warum mich nicht mehr wohlgefühlt habe, aber ich wollte das da irgendwie nicht mehr. Ich weiß es nicht. Wir sind aber auch zusammen schon feiern gegangen, wieder auch auf Krücken und so. Und die haben mich alle ganz normal und gut behandelt. Aber diese Stadt wohnt mir auch zu klein.
Das wüsste ich gerne. Erstmal wohnt meine Zwillingsschwester ja hier. Die will jetzt aber wieder weg im April. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, dass ich in erster Linie wegen ihr nachgezogen bin. Ich habe die Nähe zu ihr gesucht. Und ich finde Hamburg wunderschön. Ich habe mich hier sofort wohlgefühlt und viele Leute kennengelernt. Und außerdem habe ich gedacht, ich weiß, wenn man weggeht, läuft man auch ein Stück vor sich selbst weg. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich nach Hamburg gehe, in diese Riesenstadt, wo man alles haben kann und alles machen kann, da gibt es so viel Ablenkung, dass ich mich schon wieder nicht ablenken lassen kann, weil es einfach so viel ist. Und ich werde irgendwann, also am Anfang habe ich noch viel gefeiert und so, aber ich werde irgendwann standhafter werden in dieser großen Stadt, dass mir das helfen kann. Lasse meine Haare kurz. Meine Haare sind immer noch kurz. Das ist eine Konsequenz, aber ansonsten, das ist nur was Oberflächliches. Nee, ich sag ja, auf Dauer, denke ich, wird es Konsequenzen haben. Das ist ein lebenslanger Prozess, den ich, glaube ich, damit mache. Vor allem, weil ich ja auch jeden Tag sehe, was dadurch passiert ist. Es geht mir gut. Es geht mir wirklich gut, ja. Es geht bergauf. Kurz bevor ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich meine Ausbildung abgebrochen. Ich wollte das schon vorher, aber ich habe den Unfall als Sprungbrett gesehen, sozusagen. Also ich habe das überlebt. Auch so ein bisschen als Ausrede. Ich habe den Unfall jetzt überlebt und jetzt kann ich sagen, ich will was Neues anfangen. Das hat mir so ein bisschen geholfen dabei. Meine Eltern fanden das scheiße. Die wollten mich auch nicht weiterfinanzieren dann. Gut, ich habe angefangen, am Kolleg in Mettingen mein Abi nachzuholen. Habe ein halbes Jahr gemacht. Hatte dann die Zeugnisse und hatte Sommerferien. Bin nach Hamburg gegangen und habe das Kolleg gewechselt von Comenius aufs Hansa-Kolleg hier in Hamburg. Und werde das jetzt noch 2,5 Jahre machen und werde innerhalb dieser 2,5 Jahre erfahren, was ich als nächstes machen will. Wahrscheinlich studieren. Ja, da bin ich ganz sicher, dass ich hatte ein Riesenglück. Also einmal hatte ich Glück, dass ich, als ich von dem Waggon runtergefallen bin, in 4 Meter Tiefe, dass ich mir dabei nichts gebrochen habe. Das ist schon sehr krass dafür, dass ich in so ein Kieselbett gefallen bin, also harten Boden. Dann hatte ich noch mal Glück, dass mich der Lokführer gefunden hat, als der junge Mann nämlich weggelaufen ist. Wurde durch den Kurzschluss, der veranlasst wurde, Dennis aufmerksam, der Lokführer, hat dann nach mir gesucht und den Notdienst gerufen. Und dann hatte ich nochmal Glück, dass mir nicht, das Bein nicht amputiert wurde. Das wollten die Ärzte nämlich eine lange Zeit. Eine kurze Zeit. Haben sie meine Mutter darauf hingewiesen, dass es sein kann, dass das Bein amputiert wird und dass sie jetzt stark sein müssen. Und es ist dann doch nichts passiert. Also ich habe davon auch nichts mitbekommen. Ich weiß es nur von Erzählung. Das letzte Mal Glück. Ja, ist natürlich, dass ich es überlebt habe. Das kommt auch sehr selten vor. Und ich hatte noch mal Glück, dass ich so wenig Verbrennungen habe. Es ist nämlich, also 36% ist, soweit ich weiß, das Mindeste, was bisher so passiert ist. Also entweder Tod oder weitaus größere Verbrennungen. Meine Mutter hat heimlich eine Unfallversicherung für mich abgeschlossen. Wir hatten vorher noch drüber geredet, kurz vorm Unfall, dass ich eine Unfallversicherung brauche. Und ich habe gesagt, Quatsch, mir passiert nichts. Und sie hat es dann trotzdem gemacht. Und das war unser Riesenglück. Weil eine Intensivstation kostet pro Nacht auch mal eben 4.000 Euro.
Ja, also erstmal habe ich auch ein großes Anliegen, dass sowas weniger passiert oder gar nicht mehr. Dann ist es auch natürlich die Dankbarkeit, die ich damit ausdrücken möchte, indem ich es vielleicht, indem wir es hiermit vielleicht vorbeugen können, vermehrt. In erster Linie finde ich das klasse, um Leute zu informieren. Das ist auch immer wieder das, was ich sage, wenn mich jemand fragt, warum bist du da drauf geklettert? Dann sage ich, ich habe keine Ahnung. Ich wusste aber auch nicht, was da alles passieren kann. Das wissen die wenigsten. Das wissen wirklich die wenigsten. Ich habe ganz intelligente Freunde, die wissen auch nicht davon. Das hat also nichts damit zu tun, ob man dumm ist oder schlau, sondern einfach nur, ob man damit konfrontiert wurde schon mal. Und das ist immer wieder mein Beispiel. Man hört zu viel, man guckt zu viel James Bond-Filme und so weiter, wo die Leute auf den Zügen rumklettern und rumlaufen und es passiert nichts. Es wird keine Leitung gezeigt. Wahrscheinlich auch, weil es in einem anderen Land anders ist, aber es ist nun mal so, dass man einfach nicht in die Nähe geht von einem Waggon. Gar nicht in die Nähe, man hat da nichts zu suchen und es muss einfach erzählt werden, es muss gezeigt werden. Weil sonst kann man es nicht wissen. Es ist einfach nicht publik genug, es ist kein Thema. Also meine Message ist, ich weiß ja ganz genau, wie toll das ist, auf irgendwelchen Dingen rumzuklettern oder Abenteuer zu erleben oder nach einer Disco noch irgendwas irgendwo rumzusuchen, ob es noch irgendwas zu entdecken gibt. Das kann ich super gut nachvollziehen. Nur will ich sagen, dass die Gleise und Waggons, so schön es auch aussieht und so idyllisch es auch ist, dass das Tabu ist. Man soll sich was anderes suchen. Sucht euch was anderes.